Und er hat gesagt, let me cook. Ich habe gesagt, guck, mach, ich schaue mir das Ganze an. Du machst das, der ist für euch. Ich habe einen Auftrag gegeben, er hat gemacht. Jetzt schaltest du meinen Stream an und siehst den Malle Kalle 2023. Ja? Schneid dich an. Malle Kalle. Okay, zeig her. Wenn du drin bist, dann lege ich auf. Ja, ich bin drin. Okay. Goodbye. Goodbye. Schau immer her, die Malle Kalle. So, meine Damen und Herren. Wer es noch nicht mitbekommen haben, wir haben einen absoluten Newcomer hier in Mallorca! Ich will, dass ihr nochmal richtig leer macht, weil wir begrüßen zum ersten Mal hier heute Megabug Malle Kalle! Was ist denn das? Warte kurz. So, Freunde der Sonne! Ich check grad gar nichts. Hier spricht euer Malle Kalle. Hey. Wo seid ihr? Hey! Ich bin ne Partysong. Schalalalalala. Ich mache Montagsblow. Schalalalalala. Ich liebe jede Frau. Ich knips mir die Lichter für dich aus. Malle, wo seid ihr? Blondes Haar, lange Beine, sie ist ne geile Schnitte. Nimm zu viel Frauen mit nach Haus. Sie zeigen mir die Titte. Zwei, drei Türme, komm, wir können noch mehr. Ja, wir lieben Malle zu sehr. Jetzt und alle! Ich bin ne Partysau. Schalalalalala. Ich mache Montagsblau. Schalalalalala. Ich liebe jede Frau. Ich knips mir die Lichter für dich aus. Schalalalalala. Ich knips mir die Lichter für dich aus. Du verlierst deine Unschuld nach nem Bierfass. Und ne Currywurst, Kalle ist ein Vielfraß. Ich hab schon viele gesehen, aber keine Idee. Sag mir lieb's. Hey, 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 hey! Ich bin ne Partysau. Schalalalalala. Ich mache Schalalalalala. Ich liebe jede Frau. Ich knips mir die Lichter für dich aus. Schalalalalala. Schalalalalalalala. Schalalalalalala. Ich knips mir die Lichter für dich aus. Stark. Scheiße. Stark. Der Roller geht auf Stage und der singt. Danke. Glaubst du, der wird das mal machen? Digga, es tut mir leid, Digga. Ryrex, ich wurde gerade therapiert. Alles gut. Und zwar von Willi. Er will, dass Kalle auf Malle auftritt. Und er nennt sich Kalle Malle. Kalle aber auch ein super Typ. Sag ich. Digga, er hat sogar. Denergy hat einen Song für ihn gemacht. Boah, also nicht aber also für, für Schlagerverhältnisse ist es sogar gut. Also ich sage, Schlager ist die unanspruchsvollste Musik, die es gibt. Plus eins. Weil es eh nicht so mit der Saufen gehört wird. Ey, Zone. Mhm. Willi ruft mich wieder an. Wie komme ich hier weg? Ey, yo, Willi! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ryrex, ich bin tot. Verwundete Drohne online. Also, ich sage, soll das Kalle singen? Ja, natürlich. Ja, dann wird's ein Banger. Digga, das ist so krass, das klingt sogar besser als andere Schlagersongs. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ich hab. Wir dem vom Herzen gönnen. Ich hab halt. Verbindet. Ja, check ich. Verstehst du? Ist ernst ein Banger. Danke. Los. Also, hallo? Wirklich krass. Wenn du Tour gehen, bist du gerne am Start. Moin. Ja, safe. Hier trojanisch? Ja, ich werde hier. Okay. Danke dir aber fürs Anrufen. Ich werde benutzt. Ja? Ich werde sehr dreckig benutzt, Eli. Sehr dreckig. Das wär ich schon. Ich hau morgen zum Halloween. Bro, erste Runde, zweiter Platz gewesen, ich wurde von Schild geholt. Alleine?
Bro, guck dir diesen Clip an. Chat, hat jemand einen Clip? Eli muss den sehen. Das Gas kommt näher. Ja, ja, der Solo-Win-Chat. Aber ich sag dir ehrlich, das ist okay. Also Warzone-Win alleine ist hart. Jojo. Moin. Willi, ich bin... Warte, also... Warte. Mhm. Bin gleich da, Matze. Alles gut. Ich bin auf deinen Stream. Mhm. Und ich bin jetzt auf deinen Auftritt gespannt. Ne? Ich werde es jetzt ein paar Mal noch zeigen im Stream, also mach dich gefasst. Ne? Das wird ein paar Mal gemacht. Aber ich glaube, das hat wirklich. Also ehrlich jetzt, für die, die es interessiert, die Leute, Willi hat mich vorhin angerufen. Ich war gerade duschen, er hat mich angerufen. Immer wenn Willi mich anruft, ist es was Dummes. Oder was sehr Ernstes. Eins von beiden. Entweder übelst dumm oder sehr ernst. Eins von beiden. So ein Mittelding gibt es. Und er meinte, ich soll seinen Stream einschalten und er hat den nächsten Malle-Hit. Der heißt Malle Kalle. Oder Kalle Malle. Wie heißt der? Malle Kalle. Malle Kalle. Dachte ich, Song heißt, ich bin eine Partysau. Und da dachte ich mir, ja, scheiß drauf, das war's, halt rein. Guckst du an. Und ich sage euch so, wie es ist. Ich glaube, das Ding hat Potenzial, in Mallorca abzugehen. Ich meine das ernst, ne? Ja, ich auch. Ich schwöre, das hört sich gut an. Robert und Matze, macht bitte kurz den Stream auf vom Video. Ich hab den Song schon gehört. Digga, der ist voll gut, finde ich. Ja, aber guck mal, das Ding ist, Schlager ist sowieso da ein krank, also ich finde das sogar besser als andere gute Malle-Songs, die ja, da die ganze Zeit laufen. Plus eins. Du musst den Sniper weglegen, bitte. Da also muss man aber auch nochmal ganz viele Props gehen, auch an unseren Ghostwriter, beziehungsweise die Person, die das dann so umgesetzt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Der NG. Der hat echt, muss man sagen. Das ist der hat's unglaublich. Auch gesungen, ne? Ja, also, ich hab ihn wirklich, Eli, wenn, ich hab ihn Sachen an den Kopf geschmissen. Ja, also, keine Ahnung, ich wäre mit dem Ding aus dem Telefonat gegangen und hätte mir gedacht, was will der Vollidiot von mir? Ich hab ihm so ein bisschen erzählt, wie ich es haben will, hab 3-4 Videos gezeigt. Jetzt mache ich den Stream an und bekomme sowas. Wir fahren nach Mallorca. Aktiviere mich. Nein, du darfst es nicht verwirten, Willi. Das Lied, sobald du da mitsingst, ist scheiße. Oh, ja, ich mach das nicht. Ich hab, Eli, ich werde dir versprechen. Okay, mach mal an. Also ich mute mich jetzt, mach den Stream an und ich brauche aber auch deine Performance dazu natürlich, dann, ne? Mit Tanzen natürlich, und so. Natürlich. Okay, ich gehe mal mute. Ist das geisteskrank. Rot, hast du die Smoke dabei? Mhm. Ah, ich hab ne Flash. Hier ist Smoke, nimm die mal mit. Jo. Ich hab keine Waffen leider. Ja, hier ist eine MP, nimm eine MP. Hab bisschen getäuscht. Anstatt von der anderen. Nimm die Kasse mit. Wechsel das Visier. Ja, ja. Lass es schmecken. Danke, Bro. Das ist eine Waffe. Platziere Mine! Feinde landen im Einsatz. Immer Willi sein Stream. Auf dem Handy. Checkst du, was abgeht? Du verlierst dein Boden. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Sind im Einsatzgebiet los. Aktiv. Aktiviere die. Ah, pass auf, wohin du schießt. Ich bin bei dir. Markiere Feind. Platziere Mine. Waffe Rauchgranate. Ziel ausgeschaltet. Ich hab euch. Einmal resen. Hab ich. Hier ist eine Gas, hier sind gute Waffen. Ich hab. Hier ist Gasmaske, goldene Gasmaske, hol die. Und hier sind eben die Waffen. Hier nehme ich hier die Waffe, die Attack. Und hier die Bassniff. Sehr gute Waffen. Ja, ich hab. Besser wird's nicht mehr, Rort. Besser wird's nicht mehr? Besser wird's nicht mehr, Bro. Okay, ich konzentriere mich. Also, hier können wir easy gewinnen. Ich konzentriere mich. Hier sind wieder Smokes. Hast du gehört? Das ist verrückt schwer. Der macht das Stage seit einer Stunde schon. Ich hab Rauchgranate. Denji ist bekloppt, er hat so ein Talent, ne? Das Gas ja, Mann. Sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Okay, wir müssen gleich moven. Ich habe eine verbesserte Drohne. Lass doch kurz warten. Ich warte auf verbesserte Drohne und dann moven wir. Wir holen kurz den Win.
Komm mit, schnell. Alle mit. Nicht schießen, einfach durch. Hier vorne rein. Wohin? Hier runter? Hier ins Haus. Aktiviere Mine. Feindliche Drohne aktiv. Okay, ich hab. Hier ist im Haus, wir können die abnehmen. Im Haus. Ich nehme ab. Sag was, Keller. Willi, move uns mal kurz nach unten, bitte. Wegen links. Für die Smoken. One knock. Nein, niemals. Sublime hat ihn, Sublime hat ihn. Fass mich an, Sublime. Besser wird's nicht. Wir benutzen gleich Smokes zu move. Komm mit. Jetzt schon. Ja, komm mit. Einfach hier hinlegen, einfach nur hinlegen. Es leben noch drei Leute. Ein Duo und eins noch. Niemals. Genau da, wo du hinschoss, Robert, kommt einer. Noch hier. Rechts noch einer, schaut mich an. Hast du ihn? Nein. Der ist hier. Vom Haus. Rechts. Er ist hinter der Mauer, von der Seite, wo ihr wart. Rechts von dir, genau jetzt. Rechts von dir. Genau rechts von dir. Der campt auf dem Boden. Nee, weiter rechts. Ja. Ey, Digga, ich hab so einen aufgespielt, Mann! Holy shit! Ey, Matze, Digga. Er hat sich so im Rucksack. Also, so einen Rucksack habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Jesus, Bro. GG! Bei Eli haben wir eine Runde mehr gebrochen. Was? Bei Eli haben wir eine Runde mehr gebrochen. Ja, siehst du? Ich sag, du holst das Turnier. Liebe. So, Mods, mach mal den Kanal von Matze hier rein. Lass bei dem Reden Follow da. Danke dir für deine Hilfe. Und danke, dass du am Start warst, ja? Dankeschön, Bro. Warzone-Ring geholt. Wie viele Kills hast du gemacht? 15. Hast du einen Kill gemacht? 15 Kills. Wie viel hast du davon? W und Matze in den Chat. Ja, ich hab 15 gemacht. Klar, hast du 15 gemacht, gell? Mhm. Sehr krass, wirklich. Der denkt, ich bin, ne? Ich ruf den jetzt an. Glaubt ihr mal... Digga, Chat, der denkt doch, ich hab einen Knatz. Denkt ihr, Kalle hat eine Chance? Ich denk schon. Der denkt doch, ich hab einen Knatz. Glaubst du, Malle, Kalle hat eine Chance? Ich denk schon. Du musst nur die richtigen Kontakte ausspielen und es dann richtig machen. Und Hallo? Ja. Hallo, mein Schatz. Das Ding ist, der ist halt auch absolut so ein Typ, der da reinpasst, glaube ich. Nochmal, wirklich. Wow. Nur wenn er angetrunken wirklich, ist. Wow. Was ist. Du hast es von jedem gehört was? Und Bro, wir pumpen den Song schon seit 3 Stunden. Ne? Digga, ich schon, sage ne? dir das nochmal. Ich sage dir nochmal, das hat Zukunft. Das hat Zukunft. Mhm. Wie glaubst du, muss man auf sowas Copyright machen und so? Das Ding ist, Eli hat es halt gut versiegelt gerade so, also jetzt wird es halt wirklich ernst so. Das Ding ist, ich glaube, wir müssten gucken, weil das Ding hat 37 Millionen Views, weißt du? Ja.
Wir müssen schauen, ob wir... Du dribbelst das irgendwie, wir gehen in den Rechtsstreit, bis wir unter der Erde liegen, dann halt einfach. Nee, wir lassen das, wir produzieren das einfach nach. Ja. Und so, dass, es hört sich genauso an, nur es ist halt alle Rechte bei uns, dass wir das so einfach nachproduzieren. Okay. Ach so, ist das... Digga, ich werde in nicht diese Woche, nächste Woche halt, ich, zu dir kommen, ne? Dass du Bescheid weißt. Oder ich bin in Hamburg City, Digga. Ja, okay. Du bist herzlich willkommen, nimm jeden mit, wenn du willst. Ich hab ein Studio und dann ballern wir das die ganze Nacht, Digga. Okay. Ich hab jetzt schon Psychose von dem Song ab. Ja, ey, du weißt gar nicht, ne? Warst du schon mal auf Mallorca? Ja, zweimal. Ja, also. Mit Marc sogar zusammen, ja. Digga. Also, das. Ja, bei uns ist das nicht dieses in teure Hotel und so, bei uns ist es in die Menschenmenge und Abfahrt. Ja, so muss das auch. So, wir sind genau drinnen. Das Bild von Kalle, dieses Video, das beschreibt es eigentlich. Ja, das ist es und das ist auch sein Outfit. Aber auch nass, Digga, haben wir gesagt. Ja, ja, klar, nass mit einem dreckigen T-Shirt. Hilfe. Und einer Currywurst. Eine Currywurst ist es. Also, wow. Curry Kalle war's, Digga. Ja, jo, der Malle Kalle. Ja, moin. Weißt du? So wow. Ist es, Digga. Geil. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich schreib dir auf Insta. Oder sag Bescheid. Das. Ja. Easy. Glaubst du, das Ding hat Potenzial? Was? Gibt es irgendwo schon das Video? Oder die Musik? Soll anscheinend Copyright sein. Ah, wegen der Melodie. Von wem ist denn die Melodie? Von welchem Song ist die Melodie, Chat? Ja, aber wenn er dieses Instrumental-Dings komplett selber gemacht hat, dann soll es kein Copyright sein eigentlich. Diese eigene, so eine eigene Melodie, so eine eigene... Von welchem Song ist das eine Dings-Melodie? Apache? Ah, niemals. Oder? Erstmal das Game hier schließen, Digga, sag ich. Hä? Geh mal runter, schau mal Videobeschreibung. Das war 4 Monaten, da steht safe, von wem das ist. Mm-mm. Das ist nicht von dem Song. Ja, aber ich meine, von wem das inspiriert ist. Schau mal das da. AC Milan Hymne. Tor Hymne. Echt? Ja, safe, denke ich mal. Ah ja, das ist doch dieses Ding. Hast du nicht die Clips gesehen, die ganz schnell sind? Aber glaubst du, sowas ist Copyright? Boah, das muss ja auch von dem Lied sein. So, die meisten Stadion-Dinger sind auch von dem Song. Alter. Deswegen. Ist das wichtig. Moin, ich fange nach 8 Jahren wieder mit den Kicken an. Früher beim 1. FC Nürnberg in der Jugend gespielt. Hast du einen Tipp für Party? Das Trainer mit dem Predator Actuary 3. Lackless und X-Speed Portal 3 geschaut. Bist. Also, ich werde das irgendwie hinbekommen. Man muss halt Denergy fragen. Wenn Denergy das komplett selber gemacht hat, auch den Beat, dann ist es eigentlich. Weil ich weiß nicht, was Training ist. Nein. Also, wie gesagt, es ist halt bei mir, das ist das größte Problem, das sage ich ja auch immer. Bei mir ist die Zeit. Aber meine Denkweise ist, Roat ist selbst für mich nach Nürnberg gefahren. Und selbst wenn es nur für 20 Minuten ist, werde ich tatsächlich, glaube ich, morgen dann nach Hamburg fliegen. Hamburg, meine Perle. Oha! Lass mal ganz kurz gucken. Willi kommt morgen nach Hamburg. Ja. Ehrlich? Mit was? Flieger. Warte mal. So. Ich kann ihn zu Hause quasi, der wohnt neben mir fast. Wäre ja, Bruder. Es geht. W. Willi! Du hast das gleiche für mich gemacht, Bruder. Du hast das gleiche für mich gemacht. Wie lange geht dein Stream? Morgens letzter Tag, gell? Mhm. Also morgen, danach machst du aus. Ja. Bisschen krass, gell? Nein, nicht nur morgen. Wie lange noch? Bis zum Donnerstag auch noch? Ja, bis zum 5. 5. 18 Uhr. 18 Uhr machst du aus. Mhm. Das heißt, heute ist der 2., heute ist Dienstag, heute ist Mittwoch. Nee, heute ist Dienstag. Ey, Devin! Devin!
Alex ist hier. Und wo ist Devin? Ey, Devin, Willi kommt morgen. Überleg dir mal viele Sachen, die wir machen können, auch vielleicht dann für seinen Kanal. Gleich noch eine Shisha anmachen. Weiß ich nicht. Entspannt rauchen. Ja, also nichts Wildes. Ich muss ganz kurz was machen, dass ich das habe, Chat. Tilo wollte morgen kommen. Traube Münze wieder, wird selbstverständlich. Ey, Devin! So, okay. Wer soll morgen kommen noch? Wer kommt morgen alles? Oh, Chat, wir haben auch Feedback zu der Formel 1. Nein, nein, wer kommt noch? Frag danach. Wann ist Formel 1? Boah, es wird Krise zu kombinieren. Alles. Wir wollten sowieso Donnerstag kommen. Wir wollten wegen mir auf heute morgen schieben. Aber ich will auch nicht nur was mit Willi machen und die dann vernachlässigen, weißt du? Yes! Hä? Okay. Was? Ja, morgen ist Hamburg angesagt. Morgen ist ja Hamburg! Oh. Hamburg! Mit Eli wäre cool. Das Ding ist halt bei Eli, der will auch kommen, aber ihr checkt das manchmal nicht. Bei mir ist es Training und Termine. Ich sag euch mal meinen Tagesablauf. 8 Uhr aufgestanden. Okay, nee, 9 Uhr aufgestanden, angezogen zum Training, 11 Uhr. Da, also 10 Uhr muss ich Kabine sein. 11 Uhr Training, Mittagspause, 14 Uhr. Wollen wir mal in RP rein? Danach hatte ich eine Creator-Show mit Sydney. Aber was habt ihr mit dem Team und gemacht? Danach hatte ich noch ein Vita-Welt-Meeting. Das heißt, ich war bis jetzt so vielleicht was habt ihr mit dem eine gemacht? Halbe Stunde für mich selber so, wo ich ein bisschen runterkommen kann. Und das ist halt immer undankbar. Ah ne, ich meinte Eli. Boah, na das ist auch ein krasser Chor. Lasst uns mal den Malle-Vlog von Omid anschauen. Der ist doch jetzt kostenlos. Okay, getan. Ja? Morgen Medizincheck beim HSV. Okay, wir gehen mal rein ins RP. Also, Claps in den Chat, damit haben wir Win Challenge auf jeden Fall schon mal durch. Oh mein Gott, wie schön, das hatte ich gewollt. Hab ich getroffen, ja, gell? Okay? Cousin, mit der Taste rede ich. Der Taste? Nee, mit der Taste. Ah, ich hab gleich gehabt. Was? Hab ich dir das gesagt damals? Nein. Das ist auf die Taste. Ich hatte von Anfang an das. Echt? Ich auch immer. Ich hatte so eine Rocket Corner Emo. Kennst du die? Nee, ich hab die Maus eigentlich. Die da? Mhm. Ist kaputt gegangen, aber. Maus, ich hatte fast jeder zweite der Minecraft gespielt. Eine LAN-Party on-stream. Gab's doch auch schon, oder? LAN-Party? Mhm. Das ist das Trimax, oder? Gemacht hat. Mit 7 Leuten. Ich hab auch No-Clip-Rechte, ne? Ehrlich? Ja. Oh, okay, warte, dann hab ich die Idee. Ja, Chat, ich hab 3 Wins geholt. Mit der Taste? Oder mit der Taste? Ich weiß gerade nicht ganz genau. Aber Teamspeak ist offen, du kannst mit dir reden. Ich bin gleich wieder da. Chat! Warte, wie geh ich mach doch mal den Link rein für die Tickets, weil die Insta-Story ist jetzt auch online. Kann sein, dass sie schnell ausverkauft sind. Wie geh ich Noclip? Slash Noclip. Oder F10. Ich finde schon heraus, scheiß drauf. Admin Key und dann auf dieses Plus da. Hä? Teamspeak. Wo ist die Maus? Hat er die Maus abgesteckt? Ich sehe keine Maus. Hier. Okay.
Wieso klappt das nicht mit TeamSpeak? Weiß es einer? Ist Holti Chat nicht verbunden? Hä, das klappt irgendwie nicht. Chat, weiß jemand? Ruhe, Salty Chat geht nicht. Müsste eigentlich, oder? Da steht Salty Chat ist nicht verbunden. Ich hab nochmal TeamSpeak neu. Hab ich. Mach mal X. Ich hab nochmal neu gestartet. Es klappt nicht. Startet ihr? Ich hab den TS neu Hä? Wann hat er zuletzt RP gespielt? Okay, warte, ich glaube, ich muss einfach FM neu starten. Hey, welche Version hat der? Vorgestern? Wo steht denn welche Salty? Das Ding ist, wieso sollte er Salty diese Version da ändern? Wenn nicht, rufe ich kurz Kalita an oder so, hä? Aber ich hab sowieso die Version nicht. Ich hab das safe nicht mal auf dem PC. Fehlt hier die Version. So irgendwas mit 3 Punkt. Sprachweite kurz ändern. Vielleicht klappt's jetzt. Ändert man die Sprache heute? Hallo. Junge. Ich kann nichts machen. Y. Ich kann mich nicht mal bewegen. Meine Maus ist hier irgendwie. Jetzt. Wo ändert man die Sprachdinger? Y ist es nicht. Z? Mhm. Einer soll mal X oder Z, ne X? F1. Alles durch, ich versuche gerade. Shift X? Steuerung X. Hä, nein. Sollte Chat eh nicht verbunden. Das ist diese. Hallo? Ey, Digga, ist doch so klar. Ich mal kurz auf Videoscord. Taste links neben 1 habe ich auch schon versucht. Das geht nicht. TeamSpeak habe ich auch neu gestartet. Chat, als wenn ich so dumm bin und es nicht neu starte. Wem kann ich da gehen? V-Version, ja, woher soll ich wissen, welche Version richtig ist?
Soll ich einfach in den Channel reingehen von denen? Geh einfach mal in den Channel. Schau Discord. Version ist richtig, schreibt Digga. Wieso klappt es dann nicht? Einfach RP ohne Reden, ja nice. Ich geh jetzt einfach irgendwo rein bei denen. Warte mal. In irgendein Channel. Team Talk. Hallo? Hallo? Fischer? Ja. Dings, du bist live. Also wir sind live. Ich kann Salty Chat nicht verbinden. Warte mal, ich zieh dich mal in den Support an. Hallo? Hallo? Ja. Was? Bei mir geht Salty Chat, ist nicht verbunden, steht die ganze Zeit. Dann machen wir mal über Übertragung, dann können wir schauen wegen Salty Chat. Ja, okay. Warte mal, ihr seid eh live, oder? Mhm. Frag Rohat, Rohat ist abgehauen. Devin? Weißt du, wo Rohat ist? Ja, öffne mal Teamspeak bitte und mach ein normales Bildschirm. Ja, hab ich. Hier, Salty Chat ist auch drauf. Ja. Schließ mal Teamspeak. Und öffne es nochmal. Guck, das ist die Version 3.0.5. Das passt, ja. Du wirst nicht gemoved. Mhm. Dann geh mal unten rechts in der Taskleiste, siehst du ja das Internetzeichen. Mhm. Nee, ganz unten in der Taskleiste. Ach so, hier. Rechtsklick. Netzwerk Internet-Einstellungen, genau. Ja. Zieh's mal wieder auf den Bildschirm, dass ich sehe. Genau. Mach mal groß. Warte also mal. Du bist über WLAN drinnen. Mhm. Oder? Ne, Ethernet-Kabel. Kannst du es anklicken, um es her. Ne, geh mal auf erweiterte Netzwerkeinstellungen. Aber später steht da meine IP, warte mal. Ja, man müsste da reinkommen, wo man die IP4 und IP6 umstellt. Warte. Ich war mal. Warte mal kurz. Oder hat Salty Chat schon wieder generell Probleme, dass es nicht. Ihr wart ja gestern auch online, oder? Ja, vorgestern. Ging ganz warte, ich normal, mach Fullcam oder? Kurz. Warte, ich mach Fullcam. Jetzt klappt's, glaube ich. Siehst du das? Warte mal kurz. Ich habe Discord-Übertragung. So. Ja, Yusuf. Geh mal bei DNS-Server-Zuweisung auf Bearbeiten. Okay. Ja. Welches? Lass mal, warte mal. Ich schau mal gerade, ob was drinnen steht, weil es kann sein, dass Salty Chat schon wieder einen Fehler hat. Ja, okay, dann. Warte. Weil Salty Chat hat jetzt generell jeden Tag, glaube ich, mit Connecten Probleme. Oder du probierst mal, oder schließ das mal. Mhm. Dann öffne mal den Task Manager. Schließ mal Teamspeak und 5M über den Task Manager. Hat das jemals was gebracht? Ja,
bei mir schon ein paar Mal. Und jetzt connect wieder rauf, genau. Soll ich Teamspeak zuerst machen oder zuerst Dings? Nee, kannst zuerst auf. Genau. Digga, wenn nicht, dann. Genau, Internetprotokoll. Ja. Ich komm übermorgen vorbei, Cousins, spätestens, okay? Komm, wann du willst. Alles im Sofa. Er macht. Soll ich kurz Haare ändern? Ah, er macht von Seite. Soll ich kurz Haare ändern? Auf die Kante. Park 90er. Ne, lass, okay. Maske. Kommst du hier? Maske wäre gut. So, Maske? Jo, was geht ab, Cousin? Kannst du schon, egal. Was, Hier, Bruder. Jetzt, was los? Bruder, ich war ja heute schon 16 Uhr da, ne, in Los Angeles. Und Kali kam. Okay. Bitcoin kam. Mhm. Und hat gesagt, er will mit Sosa reden. Warum er zu KOG gesagt hat, dass die uns verarschen wollten. Mhm. Und er hat ein Messer gezogen, er wollte mich abstechen. Okay. Ich glaube, wir müssen da kurz einmal mit Bitcoin reden. Okay, wir müssen ganz kurz auf Boden gucken, dann können wir weitermachen. Mhm. Okay, dann müssen wir wieder diese. Wir machen einfach die Ding. Also dieses Schema, wir machen wieder dieses Schema auf. Ja, ich gehe mich kurz umziehen. Wo ist hier ein Laden? Wo ist hier ein Laden? Hä, wo ist Einkaufsladen? Ah, hier. Ich muss kurz chat. So wär schon ein bisschen lost. Give all weapons. So eine grüne Maske? Ich glaube, ich ziehe auch noch kurz die Schuhe um. Kleidungsladen? Oh, hä, wie sieht das aus? Okay, ich hab was. Die Maske habe ich auch oft. Ich kann jetzt nicht ganz Outfit ändern. Nein, wo sind die Schlappen? Haben die sie. Nee, die sind eigentlich nicht draußen. Ich hab die angehabt. Ja, das ist auch meine OG-Schuhe. Die hatte ich ganz am Anfang. Hä, wo sind die Schlappen? Wurde alles geändert? Hä? Am Anfang? Hä, wo denn? Nicht Schlappen, ich mein Flossen. Ey, ihr scammt doch, die waren da nicht. Ey, sag nicht, die haben die rausgemacht. Elfenschuhe-Variante. Oh ja, stimmt, wir können Elfenschuhe nehmen. Doch, schlau. Wo ist der Laden?
Junge, ey, ist wie unständlich. Digga. Warte, wie fahren wir zum Laden? Hier runter und dann hier hin. Hast du schon ein Rezo-Video geguckt? Rettungsladen, welche Nummer waren die Schuhe? Perfekt. Jo, Chris Daniel SM. Moin Moin Robert von Wish. Danke für deinen Sub. Hausverbot gegeben. Ja, aber ich habe mit denen geredet. Vielleicht kann man das so klären. Hey, wer ist das? Thorsten. Warum aber? Wenn die uns Hausverbot geben, warum sollten wir die dann... Schokodop macht halbe Weste. Und ich habe denen gesagt, ihr könnt auf unserer Route arbeiten, wenn wir dadurch Schokodop umsonst kriegen. So einen Anteil. Ich hab das erstmal so wollte ich das regeln und dann mit Ali oder mit Kevin oder so besprechen. Weil Schokodops sind super. Das ist wie halb. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt ein Gespräch machen. Ja, du kannst einmal einen Schokodop nehmen. Also nicht zwei bringen ja nichts. Deswegen. Weißt du, zwei Schokodops machen nicht eine Weste, zwei Schokodops. Ja, oder Geld oder so, die kaufen es uns ab oder so, weil die brauchen unbedingt für die Schokodops. Aber die haben uns halt doch Hausverbot gegeben, ne? Bei deren Laden zum Beispiel. Muss man auch nachbedenken. Mhm. Ich Kevin, mit Vargas, ne? Wenn wir schon das ansprechen. Mhm. Heute waren wir bei GW. Ja. Und dann 5 Minuten vor Beginn, wir waren schon alle da mit Blatt und sollte wir reden auf chillig, ne? Mhm. Kommt irgendein Vargas von Seite mit auf einem Motorrad, hat wieder Faxen geschoben, stellt sich dahin. Du weißt schon, was er machen wollte, ne? Du weißt schon. Er wollte halt so nerven und so. Wie spreche ich lauter? Danach haben wir den ganz normal mit Platz weggeschickt. So, er kommt wieder, macht so Stress, fährt unsere Leute an, fährt. Ich beleidige den dann, hab gesagt, grüß mich, Schwanz. Ja, Bruder hat einfach von uns angefahren, auf jeden Fall. Danach hab ich ihm gesagt, so verpiss dich, du Schwanz von hier, wir machen jetzt weh. Also, wer bist du so, was denkst du, wie du redest und so weiter? Weißt du? Keine Ahnung, die wollen das ja halt, ne? Das ist nicht Y. Also, ich dachte, wäre geklärt mit denen, ja? Warum wollen die das? Ja, ich dachte auch, wäre geklärt. Boah, die denken, die haben uns gefickt, oder? Das ist das Lustige. Die denken, die haben uns gefickt. Wie, die sind frech. Und, habt ihr nicht gestern irgendwas bei Andrew was erzählt und so weiter? Achso, ja, Andrew war doch irgendwie angeschossen von denen oder so, glaub ich. Andrew wurde von denen angeschossen? Ich glaub schon, ja, irgendwie so. Irgendwas ist da passiert. Irgendwas war da gestern. Wieder gegen Vargas. Wieder. Ja, ja, und Können schießt unsere Brüder hier. Die haben den angesprochen und so meinten, die haben Putkauen und so. Und wir haben ja einen Zivi, der sich sehr gut mit denen versteht. Und der auch viel mit denen abhängt, weißt du? Also ich würde sagen, wir machen da jetzt ein Gespräch, Cousin, mit den Cousin. Wir haben auch einen Zivi, der viel mit denen abhängt und so weiter. Der meint auch, dass die Bandenfamilien erzählt haben, dass die uns komplett gefickt haben und so weiter, weißt du? Mhm. Okay. Warte, ich guck mal, welche Nummer ich hab. Ah, nicht angeschossen. Der wurde erzählt, dass sie uns klein gehalten haben. Nicht angeschossen. Ach ja, die wollen es nochmal wissen. Aber diesmal will ich mit Mannstärke rein. Nicht mit 15 Mann, hallo? 24. Jo, Zappo, alles klar? Alles gut. Bin gerade aufgestanden, ja, in der Ausstellung. Mir geht's gar nicht gut, ne? Können wir gleich quatschen kommen, oder kommt ihr hier? Okay, alles klar. Dann kommen wir gleich vorbei. Okay, bis gleich. Ey, Ruhat. Ja. Dort wird nichts geschossen. Doch, jetzt gerade, es gibt keine Flossen mehr. Wenn die schießen, dann sind die sowieso am Ding. Kannst du Curly zu sagen, der soll die wieder rein? Was gab's heute noch? Ich sag ja. Dankeschön. Ich weiß nicht, Schraube? Gab's noch irgendwas? Weil du warst im Taxi, Alter. Ich hab noch was.
Ich war bei GmbH. Sagen wir uns heute Abend, wir sollen einfach auf dem Gespräch vorbeikommen, wegen den Aufsätzen. Die sagen uns die Preise und wie viel maximal wir kaufen können. Heute Abend. Oh, okay, perfekt. Verpiss dich von meinem Stuhl. Ah, und ich hab Supremo kennengelernt von Santa. Ein cooler Typ. Dajo, geh lieber runter. Und Supremo hat gemeint, wir sollten uns mal treffen. Einfach mal so abquatschen mit Santa. Mal treffen, einfach mal so. Was willst du mit Santa? Keine Ahnung, Bro, die wollten quatschen. Ah, die wollten quatschen? Ja. Gerne eine Spende im Stream raus. Auf jeden Fall, das mit Kali muss geklärt werden. Das erklärst du jetzt nochmal, Sosa. Ey, Sosa. Yeah. Ich war heute... Yeah, ey, bitte zieh mal die Maske aus, Bro, bitte. Was ist das? Weihnachten. Okay, sorry. So was. Erzähl. Ich war heute Mittag wach, Kali kam, Bitcoin kam. Und er hat gefragt, wo du bist. Und was er sollte mit OGs. Und da habe ich gesagt, ja, ich war nicht dabei. Und Sosa, wie wär's das heute mit OGs? Ja, wir haben denn irgendwie gesagt, dass eine Falle ist, also keine Ahnung, was er von mir wollte. Hat ein Messer gezogen, wollte mich abstechen. Habe ich gesagt, aber dass ich mich melden werde. Und er will ein Gespräch mit dir, Sosa. Also, du wirst dich bei dem melden. Ich ruf ihn an. Gemmo hat mich oft angerufen. Mich auch zweimal. Wurde Gemmo gewählt oder was? Nein, Bro. Ahnung. Nein. Ist er immer noch nicht? Ja, das Ding ist, dass irgendein Zirat ist. Eisen! Doch! Hallo! Bitcoin! Hörst du mich? Ja! Yeah. Du gehst zu Sagan und verrätst mich und sagst, dass das meine Idee war und ihr wolltet uns verarschen und uns dort alleine lassen? Nein! Bist du drauf? Ich bin zu Sagan gegangen, er hat mich gefragt, wie es ablief. Und ich hab gesagt, ich dachte erst, dass du mich verarscht. Ich hab genau das gesagt, was passiert ist. Meine Sicht, wie das passiert ist. Genau das habe ich gesagt, Bitcoin. Wir treffen uns bei den OGs, komm jetzt sofort dahin. Bei den OGs treffen wir uns. Adios, bis gleich. Bis gleich. Okay. Okay, mach eine Kolonne ready, wir gehen zu den OGs. Sollen wir Waffen einlagern? Ja. Ja. Yeah. Nur ich nehme eine mit. Scheiße, Hermann. Gib mir du mal deine, Kevin. Komm her. 749. Deine Nummer. Ich hab Gespräch mit Bitcoin, hab Scheiße. Also, die haben... Ich und... Kali und ich... Ey, Sosa, ich hab was. Haben zusammen OGs zum Blatt angegriffen. Hat die gewonnen? Und wen? Nee. Das war so Hauskampf, die haben gecampt. Ja, können wir machen. Ich hab was für dich, komm her. Du siehst gut aus. Die auspacken? Wir sind immer noch Beef mit denen. Was? Wer packt aus? Was? Ich. Immer noch nicht mit. Welche Autos? Audis und Dings. Ein Drafter? Nee. Wer packt als nächstes aus? Ist eine Live-Verfolgungsjagd? Oh, me to bitch. Okay. Ja, tut mir leid, Chat. Ja. Hey, Jungs, es gibt eine andere Priorität. Ich sag Ihnen, wir kommen später. Es gibt eine Live-Verfolgungsjagd. Ja, weiter, okay, aber wir machen trotzdem die Kolonne fertig. Ja, yeah, oder so. Können wir auch machen, ja. Ja. Easy, ich will mir das angucken. Ja, mach. Es gibt eine Live-Verfolgungsjagd, Eli Discord. Eli in den Discord. So, meine lieben Damen und Herren, wir haben eine Live-Verfolgungsjagd mal wieder. Okay, we're coming around here, going over there. Also, meine lieben Damen und Herren, zwei Kopfhaken. Wie lange dauert sowas? Put that up. Hallo? Hey, Jello, es gibt eine Live-Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd? Es gibt eine Live-Verfolgungsjagd. Link ist im Quatsch. Link, schnell. Gib mir die Infos durch. Zwei Kopfwagen hinter ihm. Bis jetzt. Ja. Oh, okay. Er fährt durch die City. Er fährt durch die City bis gerade. Ist ein Macher oder kein Macher? Ich weiß es noch nicht. Wir haben noch nicht viel gesehen. Auf jeden Fall ist er... Oh, die Polizei auf aggressiv, glaube ich, diesmal. Potenzial oder kein Potenzial? Ui, drei Autos hinter ihm. Drei Polizeiautos. Okay, das ist Live-Chat. Rohat und ich machen immer Live-Verfolgungsjagd. Das ist live in Amerika, Digga. Das ist jetzt immer Restream, ne? Er fährt in eine Gasse. Nein, er wird gepackt. Schon wieder Lacher. Nein. Ist schon wieder Lacher, sagst du sowieso. Er ist ein Lacher. Nein. Warum fährt er in Gasse? Er stellt sich. Nein. Nein. Wenn er das wissen will, fährt er durch die Schranke, aber ich weiß nicht, ob das... Oder Rückwärtsgang. Aber ich weiß nicht, ob die dann... Rückwärtsgang ist es. Nee, er ist ein Macher! Er ist Macher, kein Lacher!
know they were going to stay with it, and they saw right there making that turn, pulling into this driveway. Er muss rückwärts gehen. Right there, that gate closed. Aber now, wie? Er kommt ja nicht rum. Ich sagte dir, way to go. Rückwärts ran, Gang und dann über diese Fläche da, über dieses Grüne. Right now, just in case this schwer. Goes sideways. Was macht der, Bro? Was macht der? Er muss hier durch. Exactly was going on with that pursuit, except that suspect not wanting to pull over. Ja, Alter, wirklich, ey. Digga, das war eine frische Verfolgungsjagd, Bro. Nicht back-to-back Niete. Digga, ich war einer der ersten Zuschauer. Nicht back-to-back Niete. Das kann ich nicht. Nein. Das kann ich nicht. Das kann nicht sein. Ja, nein. Ich glaube auch, wenn er rückwärts auf die zufährt, dann werden die ja. Dann kracht's, glaube ich. Not getting out of that vehicle, you know, he could back up, he could do some dramatic moves right here. Weißt du, was ich jetzt nicht verstehe? Warum kommen nicht noch weitere Polizisten und machen die andere Seite zu? Er könnte rein theoretisch noch wegfahren. Ja, man weiß ja nicht, ob er eine Knarre hat oder so. Drive towards those officers, this would end poorly, I would venture to say. Right now, though, this car just staying in the Alter. But it definitely looked like this was a target. Like, he drove into was macht der, Bro? For this driveway and then er sieht sein Schicksal noch nicht ins Auge, Eli. Er kann ja auch nicht. Nee, das ist ein Hund. Er kann ja auch nicht aussteigen und rüberklettern, oder? Glaubst du, die würden schießen? Nein, oder? Er ruft Lester an. Digga, was macht der? Was hat er vor, Bro? Ich check's auch nicht. Behind that vehicle, there's an armed and dangerous suspect inside. Original want, basically, as we understand it, that Bell Gardens got behind the car. Das ist live, Chat. Das ist live. Die Restream ist ein Rückwärtsgang, maybe?